Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, die Frage, die wir uns heute stellen, stirbt WoW Classic nach Naxxramas? In ein paar Tagen ist es soweit, dann startet in WoW Classic der allerletzte Raid. Naxxramas wird dann freigeschaltet und die Frage ist, wie geht's danach weiter? Und ich hoffe, in dem heutigen Video euch der Antwort ein wenig näher zu bringen. Ah ja, da haben wir ihn also endlich. Den allerletzten Raid in WoW Classic. Naxxramas wird seine Tore für uns öffnen und um die Frage schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, nein, ich denke nicht, dass WoW Classic während oder direkt nach Naxxramas sterben wird. Ich finde es aber wichtig, dass sich die Community jetzt schon langsam Gedanken drüber macht, wie es quasi nach Naxxramas mit dem Spiel weitergeht. Ich möchte mal ein bisschen ausholen und von dem einen oder anderen Privatserver berichten. Auf vielen Privatservern war es einfach so, dass sich während der Naxxramas-Phase, während Phase 6 und auch zum Teil schon davor, also vor der Öffnung vom Raid, es sich so zugetragen hat, dass einfach viele Teile von der Community gesagt haben, hey, Naxxramas schaffe ich eh nicht. Es ist zu schwer für mich, ich habe keine Gilde dafür oder ich habe zu wenig Gold, ich habe zu wenig Ressourcen einfach, um mir jede Woche da den Eintritt zu kaufen für Nax. Und ich weiß nicht, es war sehr, sehr komisch, weil es einfach auf vielen Privatservern so war, dass man sich eigentlich doch komplett Classic auf diesen Raid gefreut hat. Und dann habe ich mich immer so komplett gewundert, warum die Leute auf einmal vor Naxxramas zum Teil schon gequittet haben. Nun muss man allerdings dazu sagen, dass die Private-Server-Szene einfach von sehr viel Schnelllebigkeit geprägt war. Also die Leute sind zum Teil wirklich durchgerusht durch den Content. Na okay, gut, das haben sie in Classic zum Teil auch getan. Aber in der Private-Server-Szene war es dann oft so, dass die Spieler auch nicht unbedingt loyal ihren Servern gegenüber waren. Das heißt, wenn dann irgendwie ein frischer quasi Server irgendwo gekommen ist, dann sind die Leute auch schnell quasi dort wieder geswitcht, weil man sich dort irgendwie verbesserte Serverstrukturen erhofft hat, eine bessere Stabilität und. Und dadurch ist dann auch so dieses Fresh-Meme im Englischen entstanden, ist quasi eigentlich, ja, WoW Classic irgendwie so nie aufhört, dass es quasi einfach immer weitergeht und sobald ein Server so die Naxxramas und Endphase erreicht hat, dann geht es eigentlich schon wieder darum, hey, wo können wir als nächstes auf welchem Server dann wieder neu anfangen? Ja, diese Problematik haben wir natürlich eigentlich so in dem Sinne auf den offiziellen Blizzard-Servern nicht. Ich denke mal, dass die meisten Leute mittlerweile auch auf den Blizzard-Servern weiterspielen werden. Ich vermute nicht, so wie einige das ja irgendwie auch befürchten, dass so nach dem Ende von Classic dann die Classic-Privatserver wieder aufleben könnten. Ich meine, es könnte sicherlich ein Stück weit dazu kommen, aber ich vermute doch, dass die überwiegende Mehrheit der Leute auch gerne den legalen und offiziellen Weg gehen wird. Wenn ich mal so drüber nachgedacht habe, warum eigentlich die Leute während oder zum Teil schon vor Naxxramas gequittet haben, dann habe ich mir einfach so, also meine Antwort war immer, okay, scheinbar haben die Leute kein Anreiz mehr wirklich, so hardcore-mäßig das Gear dort zu erfarmen, weil danach nichts mehr kommt. Ja, danach kommt quasi kein Raid mehr. Es gibt nichts mehr, was danach irgendwie erreicht werden muss. Es gibt nichts, worauf man sich quasi dann noch vorbereiten kann. Von daher stellt sich so ein bisschen die Frage, vielleicht für den einen oder anderen, warum soll ich mir das Gear noch holen? Ne? Weil danach kann man quasi das Gear nirgendwo irgendwie noch gebrauchen, um irgendwas zu erreichen. Es sei denn, es kommt Burning Crusade. Blizzard hat vor ein paar Monaten ein paar Mails an ausgewählte WoW Classic Spieler geschickt, wo eine Umfrage gemacht wurde, wie sich die Spieler die Implementierung von World of Warcraft The Burning Crusade quasi als Legacy Server oder eben auch als Erweiterung von WoW Classic vorstellen könnten. Und bevor wir uns gleich die Umfrage kurz anschauen werden, möchte ich nochmal sagen, es ist halt auch wichtig, dass man natürlich nicht einfach davon ausgehen darf, dass Burning Crusade als Erweiterung auf die Classic-Server in irgendeiner Art und Weise aufgespielt wird. Dass überhaupt WoW Classic in Verbindung gebracht wird mit Burning Crusade von der Seite von Blizzard her.
Es ist absolut möglich, dass Blizzard quasi sagt, ey, wir haben den Spielern mit WoW Classic die Möglichkeit gegeben, diese alte Erweiterung von WoW nochmal zu spielen. Und WoW Classic ist ein in sich geschlossenes System. Es hat keine Verbindung zu irgendeinem anderen Add-on da draußen. Und ich vermute auch, dass es da draußen sehr viele Leute in der Community gibt, die genau das möchten. Die möchten eben nicht, dass WoW Classic in die nächste Erweiterung weitergeht. Das heißt, der Ansatz von Blizzard könnte durchaus sein, zu sagen, okay, wir haben quasi die Infrastruktur geschaffen, um WoW Classic Server für die Leute, Legacy Server für die Leute herzustellen. Und diese Server bleiben immer so, wie sie sind. Die werden nie in irgendeiner Art und Weise mit anderen Erweiterungen in Verbindung gebracht. Und die Burning Crusade Server, die kommen. Ja, die kommen auch als eigenständige Legacy Server, als eigenständige Möglichkeit für die Spieler, eine weitere Entwicklungsstufe von WoW zu erleben. Und wenn man diesen quasi separierten Weg, WoW Classic auf der einen Seite und Burning Crusade auf der anderen Seite in getrennten Servern sieht, dann, wenn man das Hardcore-mäßig sieht, müsste man eigentlich auch sagen, okay, bedeutet das eben auch, dass wir auf den Burning Crusade Servern komplett neu anfangen. Denn das ist eben auch das, was ihr euch zum Teil wünscht. Ihr wollt quasi, dass WoW Classic unverändert bleibt, dann schließt das eigentlich auch ein, dass ihr eben nicht eure Mounts, eure Titel, euer Gold und so weiter in Burning Crusade mit rübernimmt. So, das ist zumindest eine Theorie, die man haben kann, oder das ist ein Ansatz, den man verfolgen kann. Man kann natürlich auch sagen, okay, diese beiden Server, die sollen komplett getrennt voneinander sein, aber wir möchten trotzdem einmalig mit unseren Classic Chars auf Burning Crusade transferieren oder kopieren können. Die Server sollen sonst nichts miteinander am Hut haben, aber wir möchten trotzdem mit dem, was wir in Classic erreicht haben, in Burning Crusade weitermachen. Und das ist halt eben die große Frage. Wie stark soll diese Trennung sein? Ja, wie sinnvoll ist diese Trennung oder eben halt auch nicht? Und das ist halt eine sehr, sehr schwierige Frage. Und es wird in diesem Video heute auch keine Antwort auf die Frage geben, weil ich sie einfach nicht geben kann, weil wir auch einfach noch nicht wissen, wie eben Burning Crusade implementiert wird. Und noch viel wichtiger, wie wir als Community, als Spieler und eben Blizzard auch überhaupt WoW Classic betrachten. Betrachten wir WoW Classic als in sich geschlossenes System, was quasi nicht weitergehen darf in andere Entwicklungsstadien? Oder ist WoW Classic quasi einfach nur ein Teil der ja, Legacy-Reise und wir gehen mit unseren Chars dann auf die Burning Crusade-Server und die gleichen Chars sind dann auch in den WoTLK-Servern, wenn die irgendwann mal kommen würden? Also das ist einfach eine Frage, die wir uns selber beantworten müssen. So, schauen wir uns mal die Umfrage an, die uns Blizzard hier vor einigen Monaten gestellt hat. Thinking about the potential way the player could start a character in Classic Burning Crusade, which of the following would you prefer most? Also, angenommen, es würde quasi WoW Burning Crusade kommen, welche der folgenden Möglichkeiten würdet ihr präferieren? So, wir haben hier quasi 5 Möglichkeiten, beziehungsweise eigentlich 4 und einmal quasi, wenn einem keine davon gefallen hat. Also die erste Möglichkeit wäre im Grunde genommen continue playing my current classic character on my existing server as it progresses to the Burning Crusade expansion with the option to transfer to a classic server that will never progress past level 60. Also, erste Möglichkeit auf Deutsch: Wir bleiben mit unseren Classic-Servern ganz normal, quasi, also mit unseren Charakteren auf unseren aktuellen Servern und dort wird irgendwann das Portal geöffnet und Abfahrt, ja, eure Gilden, eure Communities können einfach durchs Portal durchgehen und mit dem Server quasi in Burning Crusade reingehen. So, gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit, einen oder mehrere Chars, wird hier nicht genau festgelegt, auf Classic-Server, kann man sagen, auf neue Classic-Server, abzuspeichern auf Level 60 und diese Server werden dann quasi nie Burning Crusade oder andere Veränderungen erhalten, sondern werden immer auf Level 60 bleiben. Ja. Ihr seht hier schon, man kann jetzt, wie gesagt, da werde ich in dem Video in ein paar Tagen drauf eingehen, da sehr, sehr viel drüber spekulieren, was hier, da gibt es sehr viele Vor- und Nachteile von jeder Möglichkeit. Wir schauen uns hier erstmal kurz alle an. Aber wir halten mal fest, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, Burning Crusade kommt einfach auf die Classic Server und man speichert seinen Char auf einem anderen Server ab. Die nächste Möglichkeit: Start a brand new character from level 58 on a new Burning Crusade Server. Sehr interessante Möglichkeit auch an der Stelle. Haben auch einige Privatserver, by the way, schon gemacht gehabt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es etliche
Private Server gab, wo sie gesagt haben, hey, die nur Burning Crusade anbieten wollten und dementsprechend einfach den Leuten die Möglichkeit gegeben haben, direkt von Level 58 zu starten. Hat auch wieder Vor- und Nachteile, da werde ich aber auch dann in meinem Video drauf eingehen. Würde natürlich etwas mehr die Leute abholen, die in WoW Classic einfach gar nicht dabei waren, weil die einfach dann ja mit allen auf dem gleichen Niveau starten können. Dritte Möglichkeit, start a brand new character from Level 1 on a new Burning Crusade Server. Das wäre quasi die absolute Hardcore-Variante, wo wir quasi alle auf Level 1 neu anfangen würden. Ist auch eine interessante Möglichkeit, muss ich sagen. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, sich hier jetzt schon für eine Sache zu entscheiden, so wirklich. Hätte nochmal auch einige Vorteile gegenüber der Level 58er Geschichte, was die Ökonomie und was das Twink-Leveln angeht und so weiter und so fort. Gerade bei der ganzen Bot-Thematik könnte das nochmal relevant sein, dass es einfach schwieriger ist, einen Char hochzuleveln auf Level 70. Muss man gucken. Und dann haben wir hier noch die vierte Möglichkeit. Continue playing my current classic character on my existing server that will never progress past Level 60 with the option to transfer to a Burning Crusade server. So. Hier hätten wir quasi das komplette Gegenteil von der ersten Möglichkeit. Das heißt, wir können einfach mit unserem Char weiterspielen in Classic. Burning Crusade wird auf unseren aktuellen Server nicht kommen. Wir können aber quasi auf einen Burning Crusade Server transferieren. Und by the way, auch transferieren bedeutet natürlich auch, man kann seinen Char dorthin schicken. Ist auch wieder die Frage, bedeutet das wirklich, dass dieser Char dann auch auf dem aktuellen Server quasi verschwindet? Oder ist hier quasi ein Kopieren impliziert? Das ist auch so ein bisschen, da spalten sich auch die Meinungen. Ja, und die letzte Möglichkeit war dann halt eben noch, dass einem keine der Möglichkeiten gefallen hat. Genau. Jo, und jetzt stellt euch wahrscheinlich die Frage, warum haben wir uns die Umfrage genau angeschaut? Ganz einfach. Wenn wir davon ausgehen, dass die wahrscheinlichste Entwicklung sein wird, dass Burning Crusade nach WoW Classic kommen wird, und wenn wir auch davon ausgehen, dass die Community in WoW Classic generell ein sehr hohes Interesse an Burning Crusade hat, dann finde ich, kann man auch davon ausgehen, dass einfach die Art und Weise, wie Burning Crusade implementiert wird, einen erheblichen Effekt auf die WoW Classic Community haben wird und auch auf die WoW Classic Server. Und aus diesem Grund kann man quasi einfach gerade auch noch gar nicht sagen, wie es eben nach Naxxramas auf den WoW Classic Servern weitergehen wird, weil es halt eben so fundamental verschiedene Möglichkeiten geben wird. Ne, ihr habt gerade gesehen, es könnte sein, dass quasi Burning Crusade auf euren aktuellen Servern freigeschaltet wird. Das heißt, ihr geht mit eurem Naxxramas Gear in Burning Crusade rein. Und auch wenn das Burning Crusade Gear sehr, sehr stark ist, es gab relativ am Anfang schon von Burning Crusade ein sehr, sehr schon sehr, sehr starke Items während der Levelphase schon, da gab es eine sehr relativ hohe Gap. Trotzdem ist es einfach so, dass manche Items in Naxxramas kann man zum Teil auch noch in den ersten Content-Phasen zum Teil von Burning Crusade gut gebrauchen im PvP oder im PvE. Und deswegen ist es eben so wichtig, meiner Meinung nach, oder wäre es wichtig gewesen, ist es jetzt mittlerweile natürlich, der Zug ist abgefahren, wäre es wichtig gewesen, wenn man den Spielern schon vor dem Release von Naxxramas oder zumindest so während der ersten Wochen sagen könnte, wie es mit, ja, WoW Classic, mit Burning Crusade, wie auch immer, wie es mit der Community, die sich einfach für ältere WoW-Entwicklungen, Erweiterungen interessiert, weitergeht, was für die Leute angeboten wird. Weil dann nämlich die Leute die Entscheidung treffen können, okay, ich weiß jetzt schon, es wird mit Burning Crusade auf meinem Server hier weitergehen. Wir starten nicht alle neu von Level 1 oder von Level 58, sondern ich werde mit meinem Naxxramas Gear in Burning Crusade durchstarten können. Dann hat man natürlich eine ganz andere Motivation auf einmal als Spieler, wenn man dann denkt, okay gut, warte mal, für Burning Crusade, was kann ich denn dann planen? Ne? Und das war sowieso auch immer schon so ein Ding, habe ich auch während WoW Classic gemerkt. Die Leute denken immer an das Nächste so. Es geht immer darum, was kann ich denn da schon wieder erreichen? Worauf kann ich mich vorbereiten? Und. Und deswegen ist es einfach unglaublich wichtig, dass wir eigentlich so langsam mal von Blizzard auch die Info bekommen, wie die Reise weitergehen wird. Und deswegen kann man zusammenfassend sagen, je nachdem, wie Burning Crusade kommen wird,
entscheidet sich eben auch, wie es mit WoW Classic nach Naxxramas weitergehen wird. Burning Crusade ist dieses eine Addon, welches noch vor einem sehr, sehr großen Anteil der Classic-Community gefeiert wird. Es hat noch so den Charme von Classic, bringt aber schon viele wichtige Neuerungen ins Spiel. Und deswegen glaube ich, dass die Chance sehr, sehr groß ist, dass sehr viele Classic-Spieler weitergehen werden und dass sie quasi auch Burning Crusade sich anschauen wollen. So, jetzt kommen wir zum Fazit von dem heutigen Video. Blizzard muss gemeinsam mit den Community-Spielern, mit euch da draußen, und deswegen schreibt mir sehr, sehr gerne eure Kommentare unter das Video. Ich werde jeden Kommentar beantworten und mir sehr in Ruhe anschauen. Blizzard muss gemeinsam mit uns eigentlich herausfinden, in den Foren, in den Umfragen, im Spiel, wie auch immer, übers Feedback, was eigentlich die wahre Natur von Classic sein soll. Denn wenn die Classic-Server einfach auf die nächste Erweiterung geupgradet werden, wenn einfach Burning Crusade kommt und wir unsere Charts auf irgendwelchen anderen Servern abspeichern können, dann haben wir quasi auf den aktuellen Servern einfach so in der Art eine ältere WoW-Version am Laufen und die dann irgendwie so nach und nach alle weiteren Erweiterungen draufgeschmiert bekommt. Ne? Da gibt es dann nicht wirklich so ein Ende. Dann kommt dann irgendwann Burning Crusade auf die Server und dann haben wir so eine Parallelentwicklung von WoW zu Retail-WoW, die dann irgendwie doch am Ende auch keiner haben wollte, oder? Dann haben wir eben keine Legacy-Server. Ne? Also ich denke, das Verständnis von Legacy-Servern, diesem Angebot, ältere WoW-Erweiterungen zur Verfügung zu stellen, weiß ich, da liegt irgendwie auch zugrunde, dass es in sich geschlossene Systeme sein sollten. Zumindest ein bisschen meine Vermutung. Die Legacy-Server sollten eigentlich auch abgekoppelt von allen anderen Erweiterungen sein. Ne? Wir wollten Classic und dann sollten wir auch wirklich auf den Classic-Servern nur Classic bekommen. Was könnte ein Teil der Antwort sein, wenn die Community das denn so will? Das bedeutet dann aber auch, und hier kommen wir zu einem Problem, welches wir auch heute noch auf WoW Retail beobachten können, dass man in Burning Crusade auf anderen Legacy-Servern, wo es nur um die Outlands, nur um die Burning Crusade-Erfahrung gibt, eben komplett von vorne startet. Keine Mounts, keine Titel, ja, keinen schönen Scarab Lord in Burning Crusade, kein Gold, nix. Alle fangen von neu auf diesen Legacy-Servern an. Das wäre halt eben die Hardcore-Ansicht, wenn man die Legacy-Server strikt voneinander trennen würde. Natürlich stellt sich dann die Frage, wie sinnvoll kann das sein, wenn wir mit Level 58 in Burning Crusade starten? Oder wenn wir mit Level 1 starten und durch die Classic-Welt nur durchraschen, weil die ja irrelevant wird dann und nur so schnell wie möglich in die Outlands wollen. Ne? Wie sinnvoll ist dann diese Erfahrung von dieser Erweiterung? Ne? Macht das dann wirklich Sinn? Muss man vielleicht sogar über neue Wege nachdenken, dass alle auf Level 40 starten, immer irgendwie schon einen Mount haben, ein bisschen Gold in der Tasche, keine Ahnung. Was wollen wir? Wollen wir alle lieber auf dem gleichen Niveau anfangen? Oder wollen wir mit unserer vorhandenen Community quasi reingehen? Ne? Mit unserer vorhandenen Community in WoW Burning Crusade reingehen, kann ja aber auch trotzdem stattfinden. Ich meine, wir sind alle auf Discord-Servern, wir sind alle im Real Life organisiert, über WhatsApp-Gruppen, wie auch immer, Twitch, YouTube und. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie nicht kommunizieren könnten. Man kann auch außerhalb der Gilden, jeder hat da auch die Strukturen, jeder hat zum Teil schon eine Homepage und seine Hardcore-Gilde. Ne? Wir können auch trotzdem in unseren Communities auf komplett frischen Burning Crusade-Servern starten. Nur man verliert so diese Server-Community. Ne? So diese, man weiß dann nicht, auf welchem Server der anfängt und der, dann fangen ein paar Leute da an, ein paar da. Das verliert man natürlich. Ist halt die Frage, ne? Wollen wir das oder wollen wir es nicht? Eine Hybridlösung wäre, wenn man seine Chars natürlich einmalig auf neue Burning Crusade-Server transferieren kann. Dann würde man wiederum diese Chars auf den Classic-Servern verlieren und dort effektiv auch die Community wieder verändern. Ne? Weil man kann nun mal nur aktiv in einem Spiel eingeloggt sein. Obwohl, na gut, heutzutage mit den 100 Accounts die Leute, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Man kann nur wirklich mit richtigem hellen, wachen Verstand auf einem Server spielen. Man kann sich nicht teilen irgendwie. Und so oder so, auch bei dieser Hybrid-Lösung, würde dann entweder die Burning Crusade oder die Classic-Server-Community quasi drunter leiden. Ja. Wenn man die Charts kopieren kann, dann bleibt die Classic-Community erhalten. Ja, weil natürlich dann die Charts auf beiden Servern immer hätte. Allerdings wird dann der Start auf den Burning Crusade-Servern extrem ungleich ablaufen. Ne? Weil natürlich viele Leute, die noch nie Classic gespielt haben
und die einfach nur für Burning Crusade kommen wollen, auf Level 1 anfangen und vielleicht nichts haben. Und ja, manche Leute da komplett mit einer 40-Mann-Raid reingehen und Naxxramas-Gear so eine Art halt, ne? Das hat dann schon, und auf Level 60 vor allem, das hat dann schon natürlich auch drastische Auswirkungen, welche Spieler sich für das Spiel interessieren werden und welche nicht. Und das ist auch wieder eine Frage, was wollen wir? Wollen wir neue Spieler in dem Spiel haben, die kein Classic gespielt haben? Oder wollen wir vor allem die Classic-Spieler wieder mit ins Boot nehmen und die so lange wie möglich eben wieder glücklich machen? Tja, ihr merkt schon, das sind alles Fragen, die ich euch nicht beantworten kann, die müsst ihr euch selber beantworten. Und deswegen lasst uns mal unter dem Video in der Kommentarsektion so ein bisschen die Gemüter der Community beleuchten. Schreibt mir mal eure Meinung rein. Schreibt mir mal rein, wie ihr die ganze Thematik seht. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wir werden nicht alle zufriedenstellen können am Ende. Und aber das ist in WoW eigentlich sowieso nie der Fall. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, 2006 war das ja aber auf jeden Fall so. Da ging es auch einfach weiter. Aber 2006 war eben auch 2006 und dort haben die Leute sich auch nicht den Rennbuff auf Ali-Seite geholt. Ja, ihr wisst, worauf ich anspiele. Also man muss einfach in der heutigen Zeit einfach auch die Dinge anders angehen. Viele Changes hätten WoW Classic gut getan im Nachhinein. Und ich hoffe, dass Blizzard auch hier Legacy-Server zur Verfügung stellen möchte. Allerdings mit einer ganz klaren Changes-Mentalität, um eben das Feeling möglichst nah an der damaligen Erfahrung dran zu behalten. Und dafür braucht man eben wichtige Changes, weil sich die Spieler eben von ihrer Mentalität sehr verändert haben. Also ihr merkt schon, ihr könnt euch die Frage, wie es nach Naxxramas mit WoW Classic weitergeht, nur selber beantworten. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Und verbleibe mit besten Grüßen, euer Defiler, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.